Seid gegrüßt zur 15. Folge unseres Wirtschaftstalks. Wir reden heute darüber, wie Spekulation Wechselkurse verzerrt. Aber erstmal ganz grundsätzlich. Welchen Sinn haben Wechselkurse, also die Austauschverhältnisse von Währungen überhaupt? Also gegen was streben Wechselkurse langfristig? Ja, das Wichtigste ist eigentlich von Wechselkursen, das steht auch in den meisten Theorien so drin, dass das dann auch funktioniert, die Leistungsbilanzen auszugleichen. Ja, jedes Land sollte ungefähr mit dem Rest der Welt genauso viel Waren sozusagen austauschen, wie es bekommt. Ja, das ist quasi das, was der Wechselkurs herstellen sollte. In welcher Frist, da können wir uns jetzt gerne überschreiten, in 3 Jahren, in 5 Jahren, ist jetzt egal. Das ist das, was eintreten sollte. Also ein ausgeglichener Warenhandel, wenn wir es noch etwas einfacher formulieren wollen. Weil wenn wir langfristig mehr Waren aus der Welt kaufen, als wir an die Welt verkaufen, dann sammeln wir natürlich Schulden in der Welt an. Wenn wir langfristig mehr Zeug an die Welt verkaufen, als wir von der Welt kaufen, ja, dann muss irgendjemand aus der Welt gegenüber uns Schulden ansammeln. Und deswegen sollte also langfristig der Wechselkurs dafür sorgen, dass halt eben der Handel ausgeglichen ist. Und würdest du sagen, das ist so? Das wird immer ausgeglichen? Nee, das funktioniert in der Realität nicht sonderlich gut. Also viele Länder haben langfristig tatsächlich relativ positive Leistungsbilanzen durchgängig und manche Länder haben negative Leistungsbilanzen. Ein Beispiel dafür wären Japan und die USA. Ich habe mir das mal seit 2015 rausgesucht. Da ist die japanische Leistungsbilanz durchgängig ungefähr etwas über 2% des Bruttoinlandsproduktes im Plus und die amerikanische Leistungsbilanz, die ist durchgängig nur ungefähr etwas mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes im Minus. Also das sind so ungefähr die Größenverhältnisse und das passt ja eigentlich nicht dazu, dass ein Wechselkurs die Leistungsbilanzen ausgleichen sollte. Nee, das passt überhaupt nicht. Und ich würde schon mal eine sehr verdächtige Zahl mit in die Runde werfen. Dann nähern wir uns da hier schon einer Geschichte. Der Devisenmarkt, ja, man kennt vielleicht den Aktienmarkt, der muss ja riesengroß sein, wenn man diese Zahlen da liest, Wahnsinn und oh, Elon Musk, ist das ein krasser Typ, hat der viel Geld und so weiter und so fort. Wenn man so eine Vorstellung vom Aktienmarkt hat, der Devisenmarkt ist 100-mal größer als der Aktienmarkt, einfach vom Tagesvolumen, was da an Umsatz ist. Und die realwirtschaftliche Bedeutung von diesem Volumen liegt bei 1-2%. Die ist also verschwindend gering. Der Rest, der da passiert, ist reine Spekulation, um quasi mit dem Umtauschen von Währungen Geld zu verdienen. Und ich glaube, da sind wir schon einem Übeltäter auf der Spur. Ja, du sprichst da was Richtiges an, aber bevor wir dazu kommen, erstmal, wenn die Inflation in einem Land durchgängig höher ist, dann muss es zudem ja immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil die Produkte aus dem Inland teurer werden. Logisch, oder? Und wenn die Inflation im Land niedriger ist, dann muss das Land an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Das heißt, dann müsste die Leistungsbilanz weiter positiv bzw. weiter negativ werden. Und genau das hatten wir in Japan bzw. in den USA. In Japan ist das Preisniveau zwischen 2015 und 2022 um 4% gestiegen. In den USA ist es im gleichen Zeitraum um 24% gestiegen. Währenddessen ist die japanische Leistungsbilanz von 3% der japanische Leistungsbilanzseite von 3% des Bruttoinlandsproduktes 2015 auf rund 2% 2022 gefallen. Das heißt, die japanische Leistungsbilanz ist nicht unbedingt positiver gewesen. Das bedeutet, obwohl die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Wirtschaft eigentlich zugenommen haben müsste, ist die Leistungsbilanz nicht deutlich positiver geworden. Das kann man auch relativ gut erklären. 2022 gab es einen Rohstoffpreisschock. Das heißt, viele Importgüter für Japan sind deutlich teurer geworden. Das hat auf die Leistungsbilanz gedrückt. Aber langfristig kann man schon feststellen, dass die japanische Leistungsbilanz eigentlich noch positiver werden müsste, wenn man zumindest dieser Theorie folgt. In den USA, da ist die Leistungsbilanz zwischen 2015 und 2022 deutlich negativer geworden. Das Leistungsbilanzdefizit stieg von etwas mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts auf deutlich mehr als 3%. Also in den USA sehen wir tatsächlich, dass die Leistungsbilanz immer negativer wird. Aber wieso sorgt der Wechsel? Also jetzt ist ja interessant, wie hat sich der Wechselkurs entwickelt? Also jetzt müsste man ja erwarten, der japanische Yen, der hat deutlich aufgewertet.
Und der US-Dollar, der hat deutlich abgewertet. Ich meine, negative Leistungsbilanz, deutlich stärker steigendes Preisniveau in den USA. Wenn die Wechselkurse den relativen Kaufkraftparitäten folgen würden, also das bedeutet, wenn die Wechselkurse sich an die Inflationsdifferenzen anpassen würden, dann müsste der Yen deutlich aufwerten und der US-Dollar deutlich abwerten. Nun ist aber genau das Gegenteil passiert. Seit 2015 hat der US-Dollar gegenüber dem Yen um ungefähr 20% aufgewertet. Wie kann das sein? Ja, du hast ja schon mal quasi sehr gut hier zusammengefasst, was da passiert ist. Und auch, wie gesagt, die herkömmlichen Theorien, wenn man da überlegt, ja, das muss die Zinsdifferenzen langfristig ausgleichen wegen dem bisschen realwirtschaftlichen Handel dann noch am Devisenmarkt, merkt man schon, das hat alles nicht gepasst. Es ging genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, und warum ist das so? Was ist da passiert? Was hat den japanischen Yen so weit gedrückt im Wechselkurs, die Wettbewerbsfähigkeit so weit erhöht? Es war die Währungsspekulation. Was genau passiert da? Ja, die Japaner gehen zu ihrer japanischen Bank, holen sich Yen gegen die dort zu sehr günstigen Zinsen, ja, weil die Zinsen dauerhaft günstiger sind als in den USA, und legen dieses Geld in den USA an. Dafür, für diesen Prozess, müssen sie also frisch geschaffene Yen umtauschen in Dollar. Und was passiert, wenn ständig Yen in Dollar umgetauscht werden, also Yen-Dollar nachfragen? Ja, Dollar ist die nachgefragte Währung, der Dollar wertet auf, Yen ist die Währung, die losgeworden werden will. Ja, er wertet natürlich ab. Das ist Carry Trading, das ist das Stichwort der heutigen Folge, das ist das, was da passiert. Und das kann über 10, 15 Jahre kann das passieren und den Wechselkurs in die falsche Richtung bewegen. Auch hier haben wir natürlich das Herdenverhalten, wenn das viele machen, dann wird es noch extremer, dieser Prozess. Also das ist das, was da quasi die ganze Zeit passiert. Ja, was du gerade ansprichst, lässt sich auch wunderbar die jüngste Entwicklung beim Wechselkurs Dollar-Yen erklären. Der Dollar hat gegenüber dem Yen seit 2020 um fast 50% aufgewertet. Also, das ist ja angesichts dessen, dass die Inflation in den USA in diesem Zeitraum sogar höher war als in Japan, eigentlich verrückt. Aber es ist gar nicht mehr verrückt, wenn man überlegt, wie die Zentralbanken reagiert haben. Die Bank of Japan hat die Zinsen durchgängig bei Null belassen. Sie hat die Zinskurvenkontrolle etwas gelockert, aber sie hat den Zinssatz selber nicht angetastet. Die Federal Reserve hingegen hat den Zinssatz von 0% auf rund 5% hochgeschraubt. Also das heißt, wir haben jetzt in den USA 5% höhere Zinsen als in Japan. Was machen also alle japanischen Spekulanten, die ja Geld verdienen wollen? Sie nehmen billige Kredite in Yen auf, legen die US-Dollar an und kassieren dann die Zinsdifferenz. Und dazu kommt jetzt noch der Gewinn, den sie eben durch die Währungsaufwertung kassieren. Jetzt kann man natürlich sagen, zwischen zwei Industrieländern wie Japan und den USA, da sorgt das jetzt für keine großen Verzerrungen. Die USA haben die Weltleitwährung, die können sich dauerhafte Leistungsbilanzdefizite leisten. Die Japaner, ja, die profitieren ja sogar davon, wenn das Ausland die ganze Zeit Netto-Schuldner ist. Sie bauen Nettovermögen gegenüber dem Ausland aus. Das schiebt die Wirtschaft an, die in Japan ja extrem vor sich hin darbt. Also wenn der Wechselkurs des Yen stärker wäre, dann würde das in Japan die wirtschaftliche Entwicklung, die sowieso schon sehr schwach ist, ja noch weiter belasten. Also könnte man doch sagen, läuft doch für alle Seiten eigentlich gut. Oder gibt es Länder, bei denen solche Verzerrungen zu einem großen Problem werden können? Also grundsätzlich kann es natürlich jetzt in diesem Beispiel problematisch sein. Könnte man jetzt aus der Perspektive der USA argumentieren, dass da Arbeitsplätze verloren gehen, weil da wegen der negativen Leistungsbilanz ist ein Argument, was ständig von amerikanischen Politikern kommt. Für Japan kann es problematisch sein, wenn der Wechselkurs zu stark abwertet, dass dann die Importe sich verteuern, ja, gerade wenn natürlich sich der Wechselkurs plötzlich irgendwie beschleunigt, weil das jetzt noch mehr machen. Wir müssen ja hier an dieser Stelle auch mal festhalten, warum das Herdenverhalten hier eintritt. Das ist ja das Entscheidende. Jetzt tauschen viele Yen in Dollar um das Geld in Dollar anzulegen, und gleichzeitig dadurch, dass es so viele machen, wertet der Dollar ja auch noch auf. Das heißt, sie halten das Geld in Dollar. Und es machen jetzt noch mehr Leute, und das kann halt irgendwann in sehr, sehr kritische, Phasen kommen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Ostasien-Krise ist dadurch verursacht worden. Die haben ja, genau, da würde ich dir im Fall von Japan widersprechen. Japan ist ein Industrieland, das absolut keine Inflationsprobleme hat. Das heißt, diese starke Währungsabwertung, die wird die Inflation in Japan nicht dauerhaft anheizen. Ja, die sorgt nur dafür, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähiger wird und es vielleicht einen kurzen Preisschock gibt. Das heißt, im Fall von Japan hat das für Japan eigentlich nur Vorteile und keine relevanten Nachteile.
Diese Es war ja auch noch Währungsspekulation. keine massive Abwertung. Also das ist, was da passiert ist im Vergleich zu großen Wirtschaftskrisen von ja, Südamerika oder Ostasien ist ja noch nichts. Ne? Also da sind wir noch in einer, sage ich jetzt mal, für Japan unkritischen Situation. Japan hat natürlich auch ganz gute Reserven in der Zentralbank. Insofern sind wir da noch in einer sehr unkritischen Phase für Japan. Das stimmt schon. Ja, was du gerade mit der Ostasien-Krise angesprochen hast, das sind Schwellenländer, die nicht durchgängig positive Leistungsbilanzen hatten, die nicht die ganze Zeit, ja, Währungsreserven aufbauen konnten und dann im Zweifelsfall sogar ihre Währung stabilisieren könnten, wie Japan. Japan hat ja riesige Nettovermögen gegenüber dem Ausland. Das war ja bei diesen Schwellenländern nicht der Fall. Und Schwellenländer haben durchgehend eine höhere Inflationsrate. Das heißt, jede Währungsabwertung sorgt in Schwellenländern dafür, dass die Zentralbank, also jedenfalls nach neoliberaler Doktrin, sofort die Zinsen erhöhen muss. Was passiert, wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht? Sie lockt einfach nur neue Carry-Trader an und das ganze Spiel beginnt von vorne. So werden Schwellenländer in einem dauerhaften Kreislauf aus, ja, zu hohen Zinsen, zu hoher Inflation und ständigen Wechselkursschwankungen gehalten. Man hat beispielsweise in Brasilien gesehen, dass der brasilianische Yen, weil die Zinsen eben in Brasilien deutlich höher waren als in Japan, über 10 Jahre hinweg, nämlich also von Anfang der 2000er bis Ende der 2000er, gegenüber dem japanischen Yen aufgewertet hat, obwohl die Inflation in Brasilien dauerhaft höher war. Das hat natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Wirtschaft zerstört. Also, das ist ein Beispiel dafür, dass das für Schwellenländer deutlich gefährlicher ist. Bei Japan hingegen sehen wir ja, Japan hat eine deutlich positive Leistungsbilanz. Das übt Aufwertungsdruck auf den Yen aus. Das heißt, langfristig dürfte der Yen entweder wieder aufwerten oder die Leistungsbilanz dürfte so positiv werden, dass das so viel Aufwertungsdruck auf den Yen ausübt, dass er eigentlich nicht mehr weiter abwerten kann. Also Länder wie Japan, die sind eigentlich von den negativen Folgen von Carry Trading relativ gut geschützt. Sie profitieren halt nur davon, wenn das halt ihre Leistungsbilanz dauerhaft positiv hält. Also soweit würde ich da zustimmen, dass, wie gesagt, das aktuell nur unkritisch ist. Du hast ja auch schon gesagt, der Dollar ist die Leitwährung, also kann sich auch Amerika ein dauerhaftes Leistungsbilanzdefizit erlauben. Nur wenn das Herdenverhalten halt mal richtig losgeht, je nachdem, wie groß diese Herden da sind, weiß man halt trotzdem nicht, was passiert. Deswegen sollte natürlich trotzdem dort ein ausgeglicheneres Verhältnis angestrebt werden. Vielleicht hier auch nochmal ein Beispiel aus Südamerika. Die Südamerika-Krise Anfang des Jahrtausends wurde auch ausgelöst dadurch, dass die Länder sich ständig unterbieten wollten vom Wechselkurs. Irgendwann gab es dann die Schräglage, auch in Argentinien gab es die Schräglage, die Zentralbanken mussten sich wehren und wir hatten, ich habe es glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, Realzinsen von 30%, in der Spitze von 40%. Ja, natürlich investiert da kein Mensch mehr, geht zur Bank und sagt, ich nehme jetzt einen Kredit auf, weil ich habe die Idee des Jahrtausends und mache 50% Gewinn damit im ersten Jahr. Das ist genau das, wozu dieser Abwertungswettlauf führt, den wir in den Entwicklungsländern sehen. Und ja, wie gesagt, ich sehe das auch ein bisschen kritisch halt, was Japan betrifft, weil man da einfach aufpassen muss mit diesem Herdenverhalten, wenn das zu viele machen. Wir haben es auch in England gesehen, George Soros, der plötzlich dagegen England gewettet hat. Klar, die Währungsreserven waren da auch sehr klein, aber da muss man einfach aufpassen, glaube ich. Ja, auch Japan kannst du nicht gut mit Großbritannien vergleichen. Großbritannien war ja damals in einem System fester Wechselkurse und Großbritannien hatte durchgängig eine negative Leistungsbilanz, eigentlich seit der Thatcher-Zeit. Also auch das kann man nicht gut miteinander vergleichen. Japan ist da wirklich so ein schöner Sonderfall, wie man zeigen kann, welche Folgen solche Verzerrungen haben. Und ohne dass diese Verzerrungen jetzt korrigiert werden müssten. Also ja. Japan baut einfach ein immer größeres Nettovermögen gegenüber dem Ausland auf. Die Inflation in Japan ist niedrig, solange die Lohnentwicklung nicht anzieht. Und es gibt eigentlich nichts, was dieses für Japan wunderbare System beenden könnte. Ja, also genau, die herkömmliche Theorie will jetzt sagen, irgendwann werden die realwirtschaftlichen Zustände wiederhergestellt werden. Ja, Na, das kann jetzt ewig irgendwann so muss der Wechselkurs weitergehen. aufwerten. Also irgendwann müsste der Wechselkurs Ja, da aufwerten, aber könnte solange ja die es Carry Zentralbank Trader dagegen gibt, die dagegen arbeiten. halten. Ja. Nee, eher könnt sie, aber machen sie normalerweise nicht. Also du hast Ja. ja diese zwei Dogmen, unabhängige Zentralbank und freier Wechselkurs, den man nicht beeinflussen darf. Es gibt Länder wie die Schweiz, die manipulieren tatsächlich aktiv ihren Wechselkurs nach unten, um eine positive Leistungsbilanz aufrechtzuerhalten. Aber ja, große Währungsräume wie Japan, wie die USA oder die Eurozone, die machen das eher nicht. Ja gut, aber Japan ist so auf die Leistungsbilanz angewiesen, dass sich der Zentralbank das durchaus zutrauen will. Die steuern ja alles. Also warum sollten sie das dann in der Situation nicht auch machen?
Stimmt, du sprichst einen sehr guten Punkt an. Bei Schwellenländern wäre das nämlich durchaus eine Option. Also beispielsweise, wir hatten ja das Beispiel Brasilien, wenn da der Wechselkurs aufwertet, obwohl er eigentlich abwerten müsste, dann könnte die Zentralbank sagen, so, wir verkaufen jetzt brasilianische Real, wir bauen unsere Devisenreserven aus und wir sorgen dafür, dass unser Wechselkurs ja nach unten manipuliert wird, eben um dieses Carry Trading auszugleichen, um sich da ja rauszulösen. Also das wäre durchaus eine Option für Schwellenländer. Da muss ich auch noch was zu sagen. Also bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig einer Meinung, weil genau so sind ja auch einige Währungskrisen ausgelöst worden. Also das ist natürlich eine Option, um die Leistungsbilanz zu verbessern, aber das ist ja quasi das, was in Südamerika passiert ist. Die Zentralbanken wollten sich gegenseitig unterbieten, ständig ihre eigene Währung abwerten. Und wenn genau dann dieses Herdenverhalten halt in Gang kommt und wir jetzt halt eben in einem Land sind, was keine Währungsreserven hat, dann fällt der Wechselkurs plötzlich zu tief. 50% zu tief, 100% zu tief, ja. Und dann haben wir wieder das Problem, importierte Inflation und wir kommen nicht mehr da raus. Also das sind immer das, was man abwägen muss halt eben. Wir sind ja gerade in der Situation, wo der Wechselkurs aufwertet, obwohl er eigentlich abwerten müsste. In solchen Situationen, meinte ich, könnten Zentralbanken in Schwellenländern durchaus intervenieren. Das Oder man sollten sie versucht. auch, aber dann könnte es wieder zu tief abwerten, weil sie sich ja nicht verteidigen können. Sie haben ja nicht genügend Währungsreserven und wenn die Herden halt diese Abwertung mitbekommen, ja, dann ziehen sie ja sofort ihr Geld aus dem Land ab, die Ausländer, und dann haben wir wieder ein anderes Problem. Oder man setzt halt auf einen festen Wechselkurs, so wie China das ja beispielsweise gemacht hat, und passt auf, dass dieser Wechselkurs immer so schwach ist, dass er immer ja für eine positive Leistungsbilanz sorgt. Also dann hat man große Reserven, um gegenüber dem Ausland abgesichert zu sein, um diesen festen Wechselkurs zu stabilisieren. Und gleichzeitig ja baut man Nettovermögen gegenüber dem Ausland auf und ist nicht auf irgendwelche Kredite angewiesen. Also die Lösung gäbe es auch noch. In dieser Perspektive sind sich dann China und Japan ja eigentlich von der Ausgangssituation noch recht ähnlich, weil beide Währungsreserven haben und beide sich aktuell diese Situation langfristig erlauben können. Ja. So, also jetzt haben wir darüber geredet, wie Carry Trading die Wechselkurse verzerrt. Die Folge ist etwas länger geworden und etwas kontroverser geworden als gedacht. Zu dem Thema werden wir auf jeden Fall bestimmt noch einige Folgen machen, vor allem darüber, wie ein vernünftiges Währungssystem aussehen könnte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.